Ja, hallo, ich bin Anja und in dem Web-Talk heute geht es um ein sehr spezielles, aber doch sehr wichtiges Thema rund um die Gestaltung von Lernangeboten. Es geht um Barrierefreiheit. Und zwar soll es erst ein bisschen um Barrierefreiheit allgemein gehen. Was ist das überhaupt und worüber reden wir? Und dann so geht es auch um so ein paar Grundregeln zu vermitteln, wie ich das stärker unterstützen kann in Open Source und OER und auch, warum das besonders gut dafür geeignet ist, barrierefreier zu werden. Dazu vielleicht ein kleiner Disclaimer zuerst. Und zwar habe ich keine Beeinträchtigung, die mich zur Zielgruppe solcher, ich sag mal, größeren Barrierefreiheitsmaßnahmen beiträgt. Also ich habe eine Brille auf, die macht aber eigentlich schon alles gut, was meine Augen nicht können. Das geht nicht allen so. Das heißt aber auch, ich kann mich nur schwer in die verschiedenen Situationen reinversetzen. Ich habe in meinem Studium mal ein Seminar gemacht zu barrierefreien Dokumenten, was ich irre spannend fand. Ich habe das Thema hier und da noch weiterverfolgt, aber es ist einfach ein Thema, was uns bei der Gestaltung von Lernangeboten einfach alle angeht. Ja, also ich bin auch kein Mann und schreibe trotzdem eine männliche Form in Texte. Es gehört einfach dazu, auch weil wir, wie wir später noch sehen werden, Barrierefreiheit nicht nur behinderte und beeinträchtigte Personen betrifft. Weil ich möchte mit diesem Talk also vor allem für das Thema sensibilisieren, erstmal klar machen, was ist das und was versteht man darunter und eben diese grundlegenden Regeln vermitteln, die es braucht, um Barrierefreiheit zu ermöglichen. Was ist Barrierefreiheit eigentlich? Dafür gibt es eine Definition, die habe ich ein bisschen verkürzt, weil sehr viele Sachen aufzieht im Behindertengleichstellungsgesetz, in Paragraph 4. Barrierefrei sind irgendwie gestaltete Lebensbereiche, wenn sie für Menschen mit Behinderung in der allgemein üblichen Weise ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe auffindbar, zugänglich und nutzbar sind. Das heißt, die Menschen mit Behinderung sollen keine weitere Person brauchen, um Zugang zu bestimmten Sachen, in unserem Fall, wenn es Lernangebote sein, zu bekommen. Welche Einschränkungen können das sein? Und zwar gibt es sehr verschiedene Einschränkungen und es gibt da auch nicht so die blinden Personen, die nur das sind, so viele, die sind so teileingeschränkt. Es gibt welche, die können Farben ein bisschen sehen, sie können Helligkeiten abschätzen. Ich habe das Ganze mal in 4 große Gruppen eingeteilt, die wahrscheinlich für die Gestaltung von Lernangeboten am relevantesten sind. Das sind einmal die Personen, bei denen das Sehvermögen eingeschränkt ist. Das kann von einer starken Sehbeschädigung sein, bei der man, ich sag mal, nur einen größeren Ausschnitt braucht, bis hin zu völliger Blindheit. Das Hörvermögen ist ein zweiter größerer Punkt, bei denen Menschen schlecht oder nicht hören können oder einen bestimmten Teilbereich an Frequenzen nicht hören können. Es gibt motorische Fähigkeiten, die eingeschränkt sein können und einen dabei vielleicht hindern, eine Maus richtig zu bedienen oder ein Touchscreen richtig zu bedienen, was vielleicht nachvollziehbar ist, wenn es eine bestimmte Schwere der Parkinson-Krankheit ist und man nicht gezielt auf Sachen tippen kann. Wäre jetzt so eine Möglichkeit oder eine Lähmung vom Hals abwärts. Und ebenso, es können kognitive Fähigkeiten eingeschränkt sein. Dem begegnen wir oft, wenn wir uns mit leichter oder einfacher Sprache auseinandersetzen, damit es Menschen, die in dem Bereich eine Beeinträchtigung haben, besser verstehen können. Und in Vorbereitung auf diesen Lab-Talk habe ich gedacht, so wie viele Leute betrifft denn das? Und ich möchte euch einladen, ein bisschen mitzuraten. Wie viele schwerbehinderte Menschen könnte es denn in Deutschland geben? Und beim Statistischen Bundesamt habe ich für 2007 die Zahl gefunden, dass es 7,8 Millionen Menschen betrifft. Das sind 9,4% der Bevölkerung. Also fast jeder Zehnte ist in irgendeiner Art schwerbehindert. Schwerbehindert ist man, wenn man Anspruch auf einen Schwerbehindertenausweis hat und in den meisten Fällen 50% und mehr beeinträchtigt ist in bestimmten Funktionen. Das können aber können Lungenfunktionen sein, es können sichtbare Behinderungen, es können nicht sichtbare Behinderungen sein. Ein Fakt, der auf der Seite hervorgehoben war, war, dass 25% von diesen schwerbehinderten Menschen über 64 Jahre alt sind. Das heißt, wenn wir Barrierefreiheit diskutieren, diskutieren wir auch zu einem, naja, nicht ganz unerheblichen Anteil Angebote für ältere Menschen auf alle Fälle.
Wir müssen aber daran denken, dass wir aktuell vielleicht noch sogar noch die Möglichkeit haben oder die Situation haben, zu sagen, naja, die älteren Menschen nutzen das Internet ohnehin nicht so viel. Das bin ich sicher, das wird sich ändern. Und es stimmt auch heute schon gar nicht mehr so. Also ältere Menschen, spätestens seit Tablets und Smartphones, sind ganz gut im Internet unterwegs. Es geht also da nicht nur um eine Randgruppe. Ich habe aber auch nochmal geschaut, was ist denn mit Behinderungen, Beeinträchtigungen, die wir jetzt eher vielleicht im Hinterkopf haben, wenn wir dran denken, und habe mal geschaut, überlegt mal, was denkt ihr denn, wie viele Leute sind blind oder sehbehindert, über 50%, also nicht so wie ich hier mit, wenn ich die Brille absetze, kann ich noch ganz gut sehen und muss die Augen ein bisschen zusammenkneifen, sondern eine starke Sehbehinderung über 50% haben. Das sind in Deutschland 0,4%. Das heißt, habt ihr eine Gruppe von 250 Menschen, ist es sehr wahrscheinlich, dass eine dabei ist. Jetzt überlegt mal, wie groß eure Hochschule so ist oder eure Schule oder eure Volkshochschule oder aus welchem Kontext ihr jetzt kommt. Die sind deutlich größer. Und allein deswegen schon lohnt es sich, mit diesem Thema auseinanderzusetzen, mal abgesehen davon, dass es schlichtweg so gehört. Ich weiß gar nicht, ob ich das begründen muss. Im Bereich der Gehörlosigkeit oder starken Geschädigung des Gehörs könnt ihr auch mal raten, wie viele Leute das betrifft. Laut Deutschen Gehörlosenbund mit einem Beitrag von 2019 sind es rund 0,1%. Das heißt, bei 1000 Leuten habe ich eine oder einen dabei. Und was mich sehr überrascht hat, was glaubt ihr denn, wie viel Rot-Grün sehschwächelnde Menschen dabei sind, also die Rot-Grün nicht richtig unterscheiden können. Es gibt verschiedene Arten von Farbenblindheit. Da als Erkenntnis, die man vielleicht noch aus dem Biologieunterricht weiß, ist, dass Männer sehr viel stärker betroffen sind als Frauen, weil die das genetisch nicht ausgleichen können durch das zweite X-Chromosom. Bei Männern sind es tatsächlich etwa 9%, die Rot-Grün nicht gut oder gar nicht unterscheiden können. Bei Frauen sind es 0,8%. Also von daher, es ist jetzt kein Randgruppenphänomen. Also man braucht eigentlich da nicht weiter diskutieren, ob das jetzt eine Sache ist, die sein muss oder nicht. Was man beim Thema Barrierefreiheit noch wissen sollte ist, und das steht auch im Behindertengleichstellungsgesetz, hierbei ist die Nutzung behinderungsbedingt notwendiger Hilfsmittel zulässig. Aus verschiedenen Gründen heraus gibt es verschiedene Hilfsmittel, auch für beeinträchtigte Menschen mit dem Internet und Angeboten im Internet gut umzugehen. Ein Grund dafür ist, das habe ich auf der Seite vom Gehörlosenverbund auch gelesen und auch vom Blindenverband, hieß ja, glaube ich, Menschen mit Beeinträchtigungen sind häufiger im Internet unterwegs, eben weil sie dort verschiedene Hilfsmittel nutzen können und es ihnen im Leben da draußen zum Teil sehr viel schwerer fällt. Welche Hilfsmittel können das sein? Und ich weiß gar nicht, ob ihr sowas schon mal gesehen habt, deswegen habe ich mal ein Foto reingebracht. Es gibt Braillezeilen, die kann man an den Computer anschließen und kann damit, also blinde und sehbehinderte Menschen können da mit dem Finger dann drüber fahren und bekommen dann diese Schrift als Braille, jetzt weiß ich gar nicht, wie es richtig heißt, Nupsis angezeigt und sie können dann quasi das Ganze in Blindenschrift lesen. Das gibt's auch in einer Eingabeformat, also diese 8 Tasten, die ihr seht, dann kann man die Hände drauflegen und kann dann entsprechend sehr viel einfacher tippen, weil ich weiß nicht, wie oft ihr noch auf die Tastatur schaut zum Tippen, das können blinde und sehbehinderte Menschen nicht so gut, deswegen gibt es diese Möglichkeit. Es gibt auch Apps für Handys, die genau das abbilden, dass man genau mit diesen vier Fingern an jeder Hand das tippen kann. Also es gibt zum Beispiel die Braillezeile als Hilfsmittel, sehr bekannt sind auch Screenreader, die gehen quasi über so ein Webangebot rüber und lesen Sachen vor, die da draufstehen. Da kommen wir später noch dazu, was die alles so vorlesen. Es gibt Bildschirmlupen für sehbehinderte Menschen, die es einfach nur ein Stück weit größer brauchen oder im Alter kommt das auch häufig vor, dass man es eben nicht mehr so genau lesen kann, dann fährt man mit der Maus darüber und kann sich einen Text oder ein Bild größer angucken. Und es gibt eine wahnsinnig große Anzahl an Apps. Also sich da mal auch anzuschauen, das ist wirklich, wirklich cool. Also ich hatte gerade schon von der Braille-Eingabe gesprochen. Da gibt es Tastaturen, mit denen man das abbilden kann. Wenn man so denkt, so Smartphones für sehbehinderte und blinde Menschen bestimmt schwierig. Das scheint nicht der Fall zu sein.
Oder es gibt halt so Speziallösungen wie die Greta und Starks App, die man sich auch mal im Nachgang angucken kann. Ein großer Bereich ist in den letzten Jahren dazugekommen mit Sprachassistenten. Alexa oder Google Home sind da bekannt, bei denen vor allem, ich sag mal, blinde Menschen und sehbehinderte Menschen, auch ältere Menschen, sehr viel natürlicher interagieren können und Sachen auch steuern können. Ne? Also hier, ich muss sagen, ich habe keinen Sprachassistent bei mir zu Hause stehen, weil ich immer denke, ja, also die zwei Lampen anmachen, das kann ich noch selber. Es gibt aber tatsächlich ja nicht mehr, es gibt ja Menschen, die das nicht selber können oder bei denen sehr viel mehr Aufwand ist und für die ist das eine wahnsinnige Erleichterung. Also von daher, da tut sich eine ganze Menge. Und in diesem Kontext möchte ich eine Sache wirklich euch ans Herz legen. Und zwar gibt es den Kulturkapital-Podcast von Tine Nowak. Und sie hatte in der Folge 30 Matthias Schäfer zu Gast. Der ist Geschäftsführer von einem Dialogmuseum, Dialog im Dunkeln, das mit Schwerpunkt in Frankfurt, meine ich. Ja, in Frankfurt. Und er erzählt da sehr, sehr eindrücklich, wie er so seinen Alltag macht und auch gerade mit Apps am Smartphone umgeht, da hat mir wirklich nochmal so gezeigt, was es da mittlerweile für Hilfsmittel gibt. Da ist auch ein kleines Video drauf, wenn ihr nicht den ganzen Podcast hören wollt. Eine sehr, sehr starke Empfehlung, der ist sehr gut. Es gibt noch sogenannte Nebeneffekte, will ich es mal nennen. Also nicht alle Maßnahmen, die man vielleicht mit dem Hintergrund Barrierefreiheit ergreift, sind in Anführungszeichen nur für behinderte und beeinträchtigte Menschen hilfreich, sondern wir haben auch sowas, dass durch Maßnahmen, um Sachen barrierefreier zu bekommen, eine plattformübergreifender Einsatz möglich wird. Ne? Man nutzt halt viel mehr Standards, die Standards können von mehr Geräten genutzt werden und je nachdem, welche Hilfsmittel man hat, setzen die auch auf offenen Standards und schon wird man plattformübergreifender. Das merkt man vor allem, wenn es um Responsive Design geht. Ja, also die Sachen, die ich vielleicht dafür mache, um eigentlich Texte kleiner und größer machen zu können, wirken sich auch darauf aus, dass ich sie super auf dem Handy lesen kann. Ich hatte es vorhin schon mal angesprochen, wir werden auch irgendwie alle älter. Ne? Also diese Behinderungen und Beeinträchtigungen sind nicht alle nur per Geburt und durch einen Unfall oder eine Operation oder was auch immer, sondern uns allen wird es sicherlich irgendwann passieren, dass wir schlechter sehen können, dass wir schlechter hören können. Und da ist ja schön, wenn wir das irgendwie mal mitgedacht haben. Und ein großer Bereich ist auch Deutsch als Fremdsprache. Das heißt, wenn ich auf offenen Standards basierend arbeite, können die sich auch mit viel mehr Hilfsmitteln Sachen vorlesen lassen, Sachen übersetzen lassen. Wenn es um Formulierungen einfacher Sprache und leichter Sprache zum Beispiel geht, es auch sehr viel besser verstehen. Also es hat so ein bisschen so einen überlappenden Effekt auch in andere Bereiche hinein. Wie sieht das jetzt in der Praxis auf und worauf kommt es an? Ich habe versucht, ein paar Sachen zusammenzutragen, die, ich sag mal, nicht so die Speziallösungen sind. Ne? Also man kann jetzt natürlich verschiedene Speziallösungen in Anführungszeichen nehmen und sagen, zu jedem Video einen Gebärdendolmetscher hinstellen. Das wäre eine super Sache und ist auch, ich sag mal, so in dem Nachrichtenformat, im Bildungsauftrag verschiedener Medien oder sowas auf alle Fälle nötig. Also ich sehe auch, dass da, also das ist einfach eine zu große Zielgruppe, um die nicht auch daran teilhaben zu lassen oder zu sagen, ja, macht das halt selber oder kommt mit Untertiteln klar. Aber ich habe gedacht, ich suche trotzdem vor allem die Beispiele raus, die man selber sehr gut mitmachen kann, wo es vielleicht noch nicht mal so auf die unterschiedlichen Ressourcen darauf ankommt, sondern auf das Bewusstsein dafür, dass ich eben Sachen machen kann und schon ist es für sehr viele Menschen besser. Darauf jetzt einen Fokus gelegt. Das Erste, was wichtig ist bei Barrierefreiheit, dass ich Schriften skalieren kann, ne? Also dass ich sie groß und klein machen kann. Das erreicht man dadurch, dass man ihnen keine feste Größe gibt, also nicht sagt, du Schrift sei mal 4 Pixel groß, sondern indem man Schriftgrößen relativ angibt. Wir hatten schon einen Talk zu HTML in dieser Web-Talk-Reihe und zu offenen Standards. Wenn ihr einfach diese Standard Formate nehmen, ne? Absatzformate, Überschriftenformate, dann kümmert sich euer CSS drum und wenn das ordentlich geschrieben ist, ist alles dufte. Ansonsten könnt ihr euch dann merken, dass es skalierbare Schriften sind, die in 1 EM oder 1,5 EM, was, jetzt weiß ich wieder nicht, was wofür EM direkt steht, was Zeilenhöhe heißt, ne? Also, dass man relativ zur Zeilenhöhe macht. Man kann das auch ganz gut
ganz gut testen, indem man einfach sein Webangebot nimmt, sein Lernangebot und mal mit die Steuerung-Taste gedrückt hält und das Mausrad bedient. Wenn sich die Schrift mit vergrößert beim Ranzoomen, dann habt ihr alles richtig gemacht. Das ist das, was man will. Verwendet ein korrektes Layout. Es ist ganz, ganz wichtig, dass ihr echte Überschriften statt fetten großen Text macht. Ne? Also ihr wollt eine Überschrift machen, dann schreibt in HTML H1, H2, H3 hin und schreibt nicht hin Bold und Font Size 5 Pixel. Ne? Weil wenn so ein Screenreader zum Beispiel über so eine Seite geht, dann kriegt der mit, was Überschriften sind. Und so ein sehbehinderter oder blinder Mensch kann sich sehr gut über Überschriften durchnavigieren. Ne? So wie wir das auch machen, wenn wir irgendeinen Zeitungsartikel lesen und nur die Überschriften lesen. Genauso kann man da sehr gut nur zu den Überschriften springen. Wenn aber dieser Screenreader denkt, das ist überhaupt keine Überschrift, das ist nur ein fetter Text, dann funktioniert das nicht richtig. Mach keine Leerzeilen. Leerzeilen werden vorgelesen. Das ist nicht hilfreich. Nutzt, das habe ich in einer Anleitung gelesen und dachte so, ach ja, stimmt, kann sein, dass Leute sowas machen. Nutzt richtige Listen statt einfach nur einen Strich und ein Leerzeichen und dann am Ende des Aufzählungszeichens einen Enter. Na, also nutzt richtige Listen. Im HTML mit LI bei vielen Sachen Markdown zum Beispiel mit so einem Sternchen eingeführt. Und nutzt keine Tabellen zur Gestaltung. Ja, wenn ihr Tabellen nutzt, um Tabellen zu haben, ne, also um Vergleiche zu machen, um Daten auszugleichen, das ist super und das ist okay. Aber nutzt nicht, sonst nutzt ihr nicht, um zu sagen, ach, ich will hier irgendwas eingerückt haben, dann mache ich eine Tabelle und lasse zwei Spalten frei. Das funktioniert nicht für Screenreader und solche Hilfsmittel. Nutzt sprechende Links. Was heißt sprechende Links? Wenn ihr also genauso wie über Überschriften gut navigiert werden kann, kann über Links gut navigiert werden. Und es wird dann vorgelesen, was auf diesem Linktext steht. Und wenn dann einfach nur hier steht von drücke bitte hier, dann hilft es nicht weiter. Es ist besser zu machen, die Vorlage als PDF findet ihr hier zum Beispiel. Und dann macht man dieses ganze Vorlage als PDF, vielleicht noch mit findet ihr hier, als Link und nicht nur das hier. Deswegen nutzt da sinnvolle Linktexte. Für Links gilt das und aber auch vor allem für Grafiken, nutzt Alternativtexte für Grafiken. Ne? Also ihr habt zum Beispiel ein Logo eurer Schule eingefügt und da gibt es den Alt-Tag. Ne? Also wenn ihr HTML verwendet, gibt es Image und dann gibt es Alt und da reinschreiben Logo Schule, Geschwister-Scholl-Gymnasium oder sowas. Damit die blinde oder sehbehinderte Person weiß, was sich hinter diesem Bild verbirgt. Bei Moodle wird das auch angezeigt als extra Formular zum Eintragen und die meisten Moodle sind glücklicherweise so konfiguriert, dass sie einen Eintrag dort erzwingen oder man aktiv sagen muss, nee, das ist hier nur gestalterisch, deswegen braucht es keine weitere Erklärung. Also man muss quasi nochmal drüber nachdenken und einfach dran denken, das ordentlich da reinzuschreiben, das ist schon eine große Hilfe, um die Barrierefreiheit zu erhöhen. Ich habe gerade gesagt, außer, das ist hier nur so eine grafische Gestaltung, außer für Layout-Zwecke. Also wenn ihr zum Beispiel gedacht habt, boah, das ist aber schön, hier an der Seite noch so einen schönen Streifen zu haben, der ein schönes Muster macht, dann ist das für eine sehbehinderte Person nicht hilfreich zu wissen. Das hier ist dekorativ und hat Herzchenform und die Herzchen sehen rot aus. Dann ist es auch wichtig, da den Alltag eben nicht auszufüllen, damit von solchen Sachen keine Störinformationen reinkommen, die unnötig sind. Bedingt oder an verschiedenen Stellen ist es auch gut, alternative Darstellungen zu ermöglichen. Ja, also zum Beispiel, man hat man hat ein Bild und man kann einen Text da angeben, der beschreibt, was auf diesem Bild dran ist. Auch hier ist es vielleicht wichtig, sich knapp zu halten und das Bild nicht in allen Einzelheiten zu beschreiben, wenn es nicht wahnsinnig wichtig ist. Genauso könnte es wichtig sein, oder die Barrierefreiheit eures Lernangebots erhöhen, wenn ihr ein Audio-Element habt, einen kleinen Podcast, da Transkripte anzufertigen oder automatisch anfertigen zu lassen. Automatisch anfertigen zu lassen ist, hilfreicher als nichts zu haben, funktioniert immer besser, aber ist noch nicht perfekt. Von daher, wenn ihr da vielleicht, je nachdem, wie
welche Ressourcen ihr wirklich habt, ist das auch eine sehr gute Sache. Ne? Also wenn man jetzt den aktuell sehr wichtigen Drosten-Podcast Coronavirus-Update hat, da sind jetzt auch alle Transkripte dabei. Genauso könnte zu Video es sehr hilfreich sein, Texte als Untertitel einzublenden oder wenn die Ressourcen vorhanden sind und die Möglichkeiten, eine Gebärdenversion noch zu erstellen. Ich habe lange nicht gewusst, ist jetzt Untertitel ausreichend? Wie funktioniert es mit den Gebärden? Gibt es irgendeine Sache, die taube Menschen, gehörlose Menschen präferieren? Was ist da besser? Und habe einfach mal nachgefragt und ich habe als Antwort erhalten, dass Text besonders für die Leute okay ist und gut ist, die während im Verlauf ihres Lebens gehörlos geworden sind oder gehörgeschädigt und Gebärden vor allem für die super hilfreich ist, die gehörlos oder sie gehörgeschädigt geboren sind. Ja, weil die haben quasi als Muttersprache diese Gebärdensprache erlernt und kommen damit sehr viel besser klar. Und genau solche Alternativen gibt es für verschiedene Anforderungen. Ihr merkt es schon, da kann man, je nachdem, welche Ressourcen, welche Automatisierungsmöglichkeiten es gibt, gerade bei den Untertiteln zum Beispiel im Text, bei einem Video, kann man relativ viel noch verbessern, um Barrierefreiheit zu erhöhen. Für die vorhin angesprochenen Farbenblindheit und aber auch für Sehgeschädigte ist es wichtig, dass ausreichende Kontraste genutzt werden. Also wenn man jetzt hier so hellgrau auf mittelgrau im Untergrund, das ist halt nicht so doll. Ist aber auch für ältere Menschen oder auch für Menschen, die jetzt gerade noch nicht so ganz wach sind, auch nicht so super. Und einen Tipp mag ich euch noch zugeben. Es gibt verschiedene Tools, die einem helfen, das eigene Angebot darauf mal zu überprüfen, ob das jetzt barrierearm ist. Das geht natürlich nur für Sachen, wo sich diese Webseite nicht einloggen muss. Ich habe jetzt einfach mal ein Beispiel rausgesucht und habe die Webseite zu diesem Webinar mal in diesen Generator gepackt und erhalte, also das hier Barrieren abbauen mit Open Source und OER und erhalte hier drüben eine Zusammenfassung, wie das Ganze eingeschätzt wird und kann dann in die Details gehen und kriegt zum Beispiel hier einen MT-Link. Das heißt, hier unten ist irgendwo, ich sehe es gerade nicht, ein Link, sehe ich nicht, vielleicht ist mein Video drüber, irgendwo ist ein Link, der quasi keinen beschreibenden Text enthält. Man hat hier dann auch immer gleich so ein Informationszeichen, wo gesagt wird, okay, was heißt das? Der Link enthält keinen Text. Warum ist das wichtig? Was sollte ich tun? Da hilft einem genau so ein Tool weiter. Ne? Genauso ist dieser Generator der Meinung, dass dieser blaue Text auf weißem Hintergrund nicht ganz so gut sichtbar ist. Und da sieht man auch gleich wieder, dass so ein Tool echt wichtig ist, weil ich kann das jetzt echt gut lesen, aber wenn man jetzt, ich weiß nicht, wie sich das auswirkt, wenn man rot-grün blind oder eine andere Art von Farbenblindheit hat, dann sieht man hier noch ein paar andere Sachen, also so redundante Links und Titel und vier Sachen, die sie gut finden und verschiedene Strukturelemente. Ich habe das gestern mit anderen Seiten noch probiert, da wurde angemarkert, dass die H1-Überschrift fehlt und mit H2 angefangen wurde. Also sowas ist auch immer wichtig, dass das Layout eingehalten wird und nicht nur, weil ich jetzt möchte, dass das so aussieht wie eine H3-Überschrift und es ist ja aber eine H2 dran, dann macht die Schriften anders und versucht nicht da rumzumurksen. Also von daher das ein Tipp, sich das mal anzugucken, wie da euer Lernangebot mit abschneidet. So, was hat das Ganze mit Open Source und OER zu tun? Ich sag mal so grundlegend nicht so viel. Also ein Nicht-Open-Tool kann auch sehr gut barrierearm sein. Ne? Man kann sich jetzt zum Beispiel angucken, YouTube. YouTube wird von vielen behinderten und beeinträchtigten Personen eigentlich gut gefunden, weil es gibt Untertitel, man hat die Möglichkeit, auch noch eine Audiodeskription je nachdem hochzuführen, man kann verschiedene Sachen machen. Die Navigation ist wohl auch relativ gut barrierearm. Also bloß weil was open ist, heißt das jetzt nicht, dass etwas besser oder schlechter dazu geeignet wäre, barrierearm oder barrierevoll zu sein.
Ja, also es ist nicht gleich besser, bloß weil es Open Source oder OER ist. Aber was halt anders ist, dass dieses Open mir erlaubt, dass ich was erweitern und remixen kann und dass ich eben da, ich sag mal, Interessengruppen, die sagen, boah, du schaffst das jetzt mit deinen Ressourcen nicht, das barrierefrei zu kriegen, wir können dir helfen und wir können auch solche Sachen umsetzen und auch, wir haben auch eine Sensibilisierung dafür, weil, also ganz ehrlich, ich kann es mir nicht, ich kann mir solche Webgeneratoren anschmeißen und sagen, okay, jemand, der farbenblind ist, sieht das wahrscheinlich in der und der Form und dann kann man das nicht so gut sehen, aber im Endeffekt kriege ich es dann, also richtig, richtig ausprobieren kann ich es für mich nicht. Also, wenn also zum Beispiel eine Open Educational Resource, ein Video zum Beispiel jetzt nicht keine Untertitel hat, dann erlaubt eben diese freie Lizenzierung, dass irgendjemand anders kommen kann und der einen Untertitel hinzufügen kann oder es übersetzen kann in leichte Sprache. Das geht alles, was mit Closed Content nicht einfach so geht. Da muss man immer fragen, dann muss man vielleicht einen Vertrag schließen, dann muss man was bezahlen, das ist kompliziert. Und ich habe mal zwei Sachen noch hervorgehoben und rausgenommen. Es gibt dann, weil gerade bei den Open Source, größeren Open Source Initiativen und Software und Plattformen, auch häufig in der Community so einen Teilbereich, die sich genau um solche Ansprüche kümmern. Bei Moodle gibt es zum Beispiel die Seite mit Accessibility, wo so verschiedene Fokus-Themen draufstehen. Auch so die Frage, was wird da eigentlich alles berücksichtigt? Welchen Coding-Standards folgen wir? Wie sieht das mit den Farben aus? Wie geht das mit den Icons? Und was hier auch sehr schön ist, es gibt dann eine Moodle Access Collaboration Group, die sich offenbar über eine E-Mail-Liste organisiert, wo eben genau Menschen, die sagen, wir wollen, dass unsere Schul- und Hochschul-LMS und wo auch immer das noch eingesetzt wird, Barrierefreiheit ist. Und wir können da einen Teil zu leisten. Ja, also die können sich dann an dieser Entwicklung weiter beteiligen. Das geht dank Open Source. Ähnlich gibt es eine Übersicht von H5P, wo drin steht, welche Content-Typen barrierefrei sind und wie da gerade der Stand ist. Ne? Also Agamotto ist halt nicht so barrierefrei und das fand ich gestern ein bisschen witzig, so Dictation hatten wir auch schon, glaube ich, in einem Web-Talk. Steht, es ist nicht so super barrierefrei, weil providing a text alternative won't make sense. Ja? Also man bekommt einen Text vorgelesen, den man aufschreiben muss. Das ist der Inhalt dieses Content-Typen. Und wenn ich jetzt eine Textalternative dazu beitragen würde, dann würde ich natürlich die richtige Schreibweisen schon hinpacken. Dann macht das für Diktate wenig Sinn. Ja, also wird es wahrscheinlich immer weiter auf Rot bleiben. Die Anforderung ist aber nur mal, dass es eine Textalternative gibt und das geht hier einfach nicht. Es ist einfach ein Inhaltstyp, der für hörgeschädigte Menschen nicht funktioniert. Ja. Oder anders funktionieren muss. Vielleicht über eine Gebärdensprache, dann muss man ein interaktives Video nehmen. Genau. So. Von daher, es gibt in Open Source und OER die Möglichkeit, eben genau solche Sachen zu erweitern und sich da zusammenzutun, um den gesteigerten Anforderungen vielleicht gleichberechtigter wahrzunehmen. Best Practice, was kann ich noch sagen, was man machen sollte, um barrierefreiere Lernangebote zu bekommen? Eben sich genau diese barrierearmen Praktiken, über die ich vorhin gesprochen habe, angewöhnen. Nutzt Überschriften richtig, selbst sprechende Links und so weiter. Die ganzen Sachen, die ich vorhin angemacht habe, gewöhnt euch das an. Und vor allem, was macht es gleich? Ne? Also sagt halt nicht, ich muss hinterher nochmal rübergehen und gucken, ob alle Links sprechend sind. Das wird nicht funktionieren, dann ist es immer so eine Arbeit obendrauf, während das beim Schreiben eigentlich sehr natürlich funktioniert und mit ein bisschen Übung fällt einem das auch auf, dass es irgendwo nicht so ist. Füllt die Alternativtexte aus, wenn sie euch begegnen. Das gilt besonders für Links und visuelle Medien, Bilder, Videos, solche Sachen. Was ein ganz einfacher Tipp ist, nehmt euer Smartphone, guckt euch das Lernangebot auf dem Smartphone an. Es ist dort zu klein, funktioniert es eben nicht. Das ist nicht nur eine Sache der Barrierefreiheit für behinderte und beeinträchtigte Menschen, sondern es ist einfach auch eine Sache für Menschen, die bloß mit dem Smartphone drauf zugreifen. Das Phänomen haben wir immer öfter. Und erlaubt da, wo es geht, Änderungen durch andere. Ja, also ich hatte vorhin schon YouTube angesprochen. YouTube fetzt auch deswegen so ein bisschen, weil man einstellen kann, oder es ist, glaube ich, per Default eingestellt, dass andere Menschen Untertitel hinzufügen können. Also es erstellt nicht nur automatisch Untertitel, wenn die vielleicht so mal gut, mal weniger gut sind. Aber ich kann auch einstellen, ja, alle anderen können auch Untertitel hochladen. Also die finden es vielleicht wichtig, dass mein
Talk jetzt hier auf leichter Sprache auch möglich sein soll, dann könnt ihr einen Untertitel zu leichter Sprache hochladen. Das funktioniert dann. Lasst das zu. Ne? Also seid auch da offen. Und ein Tipp, der eigentlich immer nur zum Schluss sein musste, weil man sich eigentlich von vornherein um vieles bemühen sollte und auch vieles schon mitdenken sollte, reagiert auf den spezifischen Anfragen, auf die spezifischen Anfragen. Ne? Also ich habe vorhin schon versucht zu zeigen, wie unterschiedlich Behinderung und Beeinträchtigung sein können und mit welchen unterschiedlichen Hilfsmitteln Leute kommen, die dann vielleicht eine bestimmte Sache gar nicht so brauchen, dafür eine andere. Das heißt, spätestens wenn jemand sagt, ich bin sie beeinträchtigt und brauche das anders, dann reagiert darauf und fangt dann an, spätestens dann an, euer Lernangebot zu verbessern, versucht aber schon die anderen Punkte von vornherein mitzudenken. So, und das war jetzt von mir wirklich eine kleine Einführung. Man kann sich da sehr stark vertiefen. Es gibt Podcasts, es gibt auch YouTuber und YouTube-Kanäle, die das wirklich gut vermitteln, die da einen auch einen Eindruck rein vermittelt in diese Welt, die wir ja gar nicht so hundertprozentig mitbekommen können. Und ich empfehle auch stark, mal in so einen Dialog im Dunkelmuseum zu gehen. Und mittlerweile gibt es auch Dialog im Stillen, also wo das Ganze mit hörgeschädigten Simulationen läuft, das wirklich mal zu machen, um das zu erleben und dann auch zu wissen, wie ihr eure Lernangebote verbessern könnt. Bis zum nächsten Mal.